Natürlich. Ja, ja. Vielen Dank. Ich hätte gerne zwei davon. Es gibt da diesen schrulligen alten Mann. Malt einen riesigen Bodhidharma auf einen Bogen Papier, der die Größe von 120 Tatami-Matten hat. Und dann wiederum malt er zwei Spatzen auf ein winziges Reiskorn. Wenn Sie ihn nicht als Tetsu so kennen, dann vielleicht als den Maler Hokusai? Sagt Ihnen dieser Name vielleicht etwas? Dieser schrullige, eigenwillige Typ ist mein Vater. Solange wir, Vater und Tochter, zwei Pinsel und vier Essstäbchen haben, bringen wir uns immer irgendwie durch. Ich werde dich zu deiner Familie zurückbringen. Das verspreche ich dir.